Teil dieser Erfolgsgeschichte, das ist Christoph Dittert. Er ist einer der vielen Autoren für die drei Fragezeichen. Sind Sie denn selbst auch damit groß geworden oder später erst dazu gekommen? Ich bin auch damit groß geworden. Also es sind ganz alte Erinnerungen von mir, wo ich noch sehr klein war, habe ich von drei Fragezeichen Hörspiele gehört. Sicher, bevor ich lesen konnte. Was macht Justus, Jonas und Co. denn so besonders? Ich denke eben, diese Sache, das gibt es schon so lange. Für unser Alter jetzt mal gesagt, ja, wir sind damit aufgewachsen, es ist so ein beständiger Faktor in unserem Leben und das gilt auch für die Kinder, die neu dazukommen. Also wir haben wirklich ständig Nachwuchs, es ist so schön, jedes Kind in Deutschland kennt eigentlich die drei Fragezeichen und es ist so eine gewisse Freundschaft, die da ist, ein Zusammenhalt, wenn man die Bücher liest. Man kann so ein bisschen zu ihnen aufschauen, zu den drei Fragezeichen, aber sie sind trotzdem nicht jetzt so unnahbare Vorbilder, die man nie erreicht. Machen Sie sich an sich denn keine Sorgen tatsächlich um den Nachwuchs, weil das Mediennutzverhalten ändert sich natürlich auch gerade mit dem Aufkommen von Smartphones etc. Sorgen um den Nachwuchs ist jetzt übertrieben, aber natürlich muss man immer schauen, dass es Nachwuchs gibt. Also man muss sich schon immer darum kümmern, man muss immer so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben und einfach auch wissen, was begeistert Kinder denn heute. Da helfen mir persönlich natürlich meine Kinder, die auch zum Teil noch im besten drei Fragezeichen Alter sind. Da sehe ich einfach, um was kümmern die sich, was ist denen wichtig, wie kann ich das vielleicht auch nutzen. Also merken Sie tatsächlich auch dann den Generationswandel, weil klar, die drei Fragezeichen gibt es zumindest in Deutschland seit fast 50 Jahren, da haben sich auch die Interessen eben in der Jugendgeneration über die Jahre immer wieder geändert. Ja, natürlich. Also das ändert sich sehr. Ich bin jetzt ein Typ, ich schreibe meine Geschichten eigentlich eher so klassisch, also so im Stil von früher, bilde ich mir zumindest ein, dass ich das so tue. Wir sind ja ein Autorenteam, also mehrere Autoren. Da haben wir auch Leute, die da moderner rangehen, die so ein bisschen jugendlicher sind, als ich das bin. Aber das finde ich auch schön, das macht auch die Stärke, glaube ich, aus, dass wir verschiedene Autorentypen sind, die verschiedene Sachen darstellen. Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit den anderen? Sie schreiben ja immer selbst an einer Geschichte, aber lassen Sie sich denn auch von den anderen irgendwie beeinflussen oder inspirieren? Inspirieren auf jeden Fall, ja? Einfach um zu sehen, was tun die, wie gehen die damit um? Und wir lesen auch viel unsere Sachen gegenseitig, bevor wir die in den Verlag schicken und geben uns noch Tipps dazu und so. Also da ist die Zusammenarbeit wirklich recht ausgeprägt eigentlich. Ich habe schon gesagt, bald 50 Jahre in Deutschland, die drei Fragezeichen. Mhm. 1968 gab es da die erste Folge. Was wünschen Sie sich denn zu diesem anstehenden 50. Geburtstag? Zum 50. Geburtstag? Da wünsche ich mir, dass noch mehr Kinder die Bücher lesen. Nein, dass es einfach so dabei bleibt, dass wir das weiter schaffen, so als gesamtes Team eigentlich dran zu bleiben und diese Marke auch fortzuführen in die Zukunft. Es wird sich noch weiter ändern und ich bin selbst gespannt, wie wird sich das ändern. Wenn wir zurückdenken, als wir beide noch klein waren und die Hörspiele gehört haben oder die Bücher gelesen haben, da war ganz cool, dass sie Funkgeräte dabei haben und damit in Verbindung geblieben sind, da wird man sich heute ja drüber totlachen. Ja. Ja, einfach, wie geht's weiter, da bin ich selbst gespannt. Ja, sind wir sehr gespannt, was dann die künftigen Generationen zu hören bekommen, beziehungsweise genau, wie dann die Fälle aussehen. Danke, dass Sie da waren, Christoph Dittert, und gerne, weiterhin viel Spaß mit den drei Fragezeichen auf Ihrer Seite. Das ist nämlich beim Schreiben. Danke.